Das relativ freimütige Bekenntnis zur sexuellen Lust am Beginn des 20. Jahrhunderts hat die Künstler in Aufregung versetzt. Schiele löst den Akt aus seinem räumlichen Umfeld und macht ihn so zu einer bewussten Inszenierung von Körper und Sexualität. Das reich gefälterte Tuch, auf dem diese Frau ruht, und auch ihre blauen Körperkonturen weisen Schiele als virtuosen Zeichner aus. Ein Zipfel des Tuches bedeckt die Körpermitte der Frau und teilt so ihren Körper in zwei ästhetische, symmetrische Kompositionen. Das einzig Dunkle an dem hellen Bild ist ihr braunes, fülliges Haar, das einen sehr schönen Gegensatz bildet zu dem hellschimmernden Körper der Frau. Ihr Gesichtsausdruck ist harmonisch, aber auch leicht melancholisch und gehört zum Schönsten, was Schiele je gemalt hat. Das Bild erhebt die Erotik zum Gegenstand.